Was geht, meine Freundin? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Yogi ist mal wieder back am Schlüssel für euch. Heute im Hintergrund, ihr seht es mit einer neuen Map-Vorstellung, denn die Grampus Valley kam am Wochenende raus. Und zwar, wir müssen ganz kurz bei Forbidden Mods rein. Unter Maps findet ihr das Ganze und dann gibt es hier vom Samstag die Grampus Valley in der Version 1.0. Die Grampustal liegt zwischen meinem Ursulatal und der Schweiz. Meinem also, da hat jemand seine Gegend nachgebaut. 28 landwirtschaftliche Felder mit Missionen, 24 Futterwiesen, also relativ viel Grünland. 2 Kuh- und Schafweiden, mehrere Waldparzellen, die einzeln erworben werden können. Mehrere über die Karte verstreute Filialen und Produktionen. Alle Wirtschaftsgebäude können entfernt werden. Terraform bereit. Ich weiß nicht, was Terraform ist an der Stelle. Einige Mods werden beim Start automatisch heruntergeladen. Und zwar die meisten, 99%, werden über den Mod-Hub runtergeladen. Ihr braucht aber das Sägewerk hier noch dazu. Und eigentlich hat mir der Kommentar vom Vodalchi im Endeffekt den Ausschlag gegeben. Und zwar, dass man hier eine schöne Landschaft als Belohnung bekommt. Und das hat mich so ein bisschen getriggert und wollte mir einfach mal anschauen, ob dem so ist. Also eine Karte rund 600 MB für PC, nur für PC über Forbidden Mods herunterladen. Und wie immer gehen wir ganz frisch und unverblümt in das Ganze rein und versuchen das ganze Feeling so ein bisschen abzugreifen. Ich gehe mal kurz einen Schritt zurück, denn es ist sehr, sehr laut, das Gebäude. Antico Molino a Pitiera oder wie so Pitra. Tradizione Genuita. Ich weiß nicht so genau, ob das mit der Schweiz was zu tun hat, ist aber auch nicht so von Relevanz. Okay, da sind wir, Freunde, da sind wir. Und wir sehen auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr schönen Ausblick. Runter ins Tal, weitläufig die Berge außenrum. Definitiv, so stelle ich mir die Schweiz vor. Ja, das kann ich auf jeden Fall so schon mal mitnehmen. Das Ganze sieht dann so aus. Wir haben natürlich außenrum die Berge. Wir haben jede Menge Forstgebiete. Wir haben hier das ganze Grünland. Und die Felder sind relativ nahe. Finde ich jetzt nicht so verkehrt, wenn wir uns den Hof anschauen. Der wird vermutlich hier sein, dass du nicht überall hinten rumgirken musst, Ewigkeiten. Wir haben eine Hauptstraße. Ist soweit, glaube ich, ganz vernünftig gewählt. Und dann gehen wir mal rein. Wir haben hier oben so ein kleines Bergdorf. Ja, da ist halt die Zeit noch so ein bisschen stehen geblieben. Ne? Es gibt noch keine Straßen und so weiter. Finde ich jetzt nicht ganz so verkehrt. Das ist ganz nett gemacht. Ich glaube, er hat da mehrere Steine, so solche Blöcke aufeinander gesetzt. Sieht schön aus. Gefällt mir. Ist genau meins. Ne? Man nimmt das, was da ist und macht das Beste draus. Da kann er mich abholen. Wir haben hier auch ein bisschen KI, die gerade aus der Kirche rauskommt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass die ganze Karte so ein bisschen lebt. Ich habe es jetzt gesehen und muss es halt sagen, was ich hier ganz cool finde, finde ich es da hinten wieder zu viel. Das wiederholt sich dann zu oft. Hier fand ich es eigentlich ganz cool, dass da hinten ist mir so ein bisschen zu viel. Wir laufen aber trotzdem mal durch. Die Dinger hier kenne ich noch gar nicht. Kann es sein, dass es selbstgebaute sind? Sagt mir auf jeden Fall so mal nichts. Ich muss gerade hier höre ich irgendwie plätschern. Ah ja, sehr schön. Guck mal, hier schlängelt sich so ein bisschen der Fluss durch. Auch sehr schön gemacht. Es hat was. Kann man hinsitzen und das Plätschern so ein bisschen abschalten. Gut, wir haben hier so ein paar Kleinigkeiten. Ne? Das ist nur so optimierungsbedürftig. Man muss aber auch sagen, wir sind da hinten so ein bisschen in der Dekoration, wie soll ich sagen, nicht im Sichtbereich. Ich glaube, das ist das richtige Wort. So weit hinten kommt, glaube ich, selten jemand hin. Dennoch hat er sich hier die Mühe gemacht, so einen kleinen Wanderweg zu generieren, der sich hier sehr schön durch die Gegend schlängelt. Die Bäume, die sind doch auch neu, oder?
kommt mir auch nicht bekannt vor. Auch schön gemacht, guck mal hier. Es sind Details, die nicht jeder sieht. Wir haben gerade Bäume, aber hier auch so ein bisschen schräg mal reingesetzt. Unterschiedliche Arten. Dann das Ganze auch mal kombiniert mit einem Stein dazwischen. Das ist schön. Ja, auch hier so ein bisschen Waldtextur. Das ist schön. Guckt euch den Ausblick an. Heiligsblechle, da hinten ist irgendwas. Ja. Ja, also das Hay Forage DLC kann sich, glaube ich, hier sehen lassen. Also ich glaube, wir können hier schon mal festhalten. Ja, sehr schön. Terraform, sehr gut implementiert. Ja, das ist echt gut gemacht. Oh, wow, 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 wow. Das ist eine sehr gute Idee. Den Baum umgekippt und hier das Gelände erhöht und eine Textur drüber gemalt. Das ist eine verdammt schöne Idee. Heiligsblechle, da bringst du mir wieder auf Ideen. Sehr schön. Schön die Wurzel rausgezogen. Sehr, sehr cool. Wir gehen mal hier ein bisschen entlang. Wenn wir schon hier einen wunderschönen Wanderweg haben. Cool wäre jetzt noch so, na, so kleine Schildchen. Aber jetzt kommst du hier vorbei und da kannst du vielleicht bei der Almhütte einkehren. Könnte ich mir zumindest mal so ein bisschen herreimen, das Ganze. Schön. Ja. Das muss bestimmt auch ein Haufen Arbeit gewesen sein. Guckt euch das an. Also ich finde es gut. Der Typ hat auf jeden Fall Bock oder das Team. Seht ihr das? Das ist halt auch nicht wirklich im Sichtbereich. Dennoch hat man sich Mühe gegeben, auch da mal so ein bisschen was hinzumachen, wo nicht immer nur stupide gerade ist. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Da fehlen jetzt eigentlich nur noch so Schweizer Alphorn-Sounds rein. Und dann würde ich das Ganze fühlen. Also sehr, sehr gut. Gefällt mir wirklich sehr gut bis jetzt. Die Karte wird ihre Anhänger auf jeden Fall schon mal finden. So, wir sind also hier im tiefsten Wald. Jetzt gehen wir mal weiter rüber. Wir haben hier natürlich auch ein paar Produktionen. Hier ist das Spawnpunkt nicht ideal, aber okay. Kommt auf jeden Fall raus. Da oben haben wir auch so ein bisschen Gipfletscher. Das ist wirklich, wirklich gut. Aber hier mit dem Abkippen. Kleiner Steinbruch. Das läuft. Hier drüben ist das so eine Art, soll das ein Wasserwerk vielleicht darstellen? So ein Wasserumschlag. Guck mal, auch das richtige Wasser drin. Der hat auch Kolli. Das ist echt gut gemacht. Wollen wir hier mal ein kleines Bild machen? Na, wenn man hier schon das so Ganze so ein bisschen sieht, darf man auch gerne mal ein Bild machen. So, ah ne, das ist hier Schreinerei oder sowas, könnte das sein? South Valley Biomass, ah ja, ein Biomassekraftwerk. Wir haben auch KI-Verkehr an der Stelle. Das zieht sich auf jeden Fall durch, ne? Also wenn du hier, weil ihr unterwegs bist, mit einem kleinen Schlepper. So, und jetzt kommen wir hier an die ersten Felder. Die sind ungefähr so in dieser Größenordnung. Dann würde ich sagen, da kannst du hier gut mit 3 Meter spielen. Da bist du auch trotzdem ratzfatz fertig. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir haben auch hier die kleine Tankstelle dazu. Und wir haben hier, ja, ganz ordentliche Straßen und auch der Übergang hier, muss ich sagen, gefällt mir auch schon mal sehr gut. Kann ich jetzt auch nachvollziehen so ein bisschen, dass die keine Mittelspur haben, also so eine Markierung, das kenne ich so auch. Oh, schön. Guck mal hier. So ein Abfang.
Das ist gut. Das ist gut durchdacht. Schön. Ja, also danke für den Kommentar, dass man hier so ein bisschen belohnt wird. Das kann ich bis dato aus meinem persönlichen Empfinden tatsächlich auch so ein bisschen mit unterschreiben. So, dann kommen wir ins nächste Dörfchen. Ob jetzt die Schilder wirklich Schweiz sind, weiß ich nicht. Ich nehme jetzt einfach das Richtung Schweiz, weil das halt drinsteht. Das ist der einzige Anhaltspunkt. Dieses andere Tal kann ich nicht damit anfangen, das weiß ich nicht. So, dann haben wir hier nochmal eine kleine Schreinerei. Das kennen wir. Das ist eine Mod zum Download. Oder zumindest gibt es sowas Ähnliches zum Download. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Das hier ist das Pack, wo ihr auf jeden Fall runterladen müsst. Klar, Barneys Kirche dazu. Ein paar selbstgemachte Krampus. Ich glaube, das wird immer in der Schweiz ausgetrieben, oder? Kann das sein? An der Fasnet, beziehungsweise nach der Fasnet. Schön, ja. Bisschen anspruchsvolles Gelände mit den Feldern. Aber es ist nun mal, wie es ist. Auch so ein paar kleine Dekorationsmöglichkeiten hier mit einfließen lassen. Ja. Hier haben wir den ersten Hof. Zum Hof an sich. Ich habe mir das Pack schon so oft angeguckt und ich kann mich mit dem Pack nicht anfreunden. Ich weiß nicht warum. Ob das zu sehr grau in grau ist. Wenn das hier vielleicht noch weiß wäre oder das obere eine andere Farbe, könnte ich es mir vorstellen. Aber für mich ist es zu sehr bullig, das Ganze. Darf man bei uns sagen. Einfach, es wirkt so brutal schwer. Ich weiß nicht, ob das, ob ihr das nachvollziehen könnt, nachempfinden könnt, was ich damit sagen will. Aber das ist für mich zu sehr ein Klotz. Deswegen bin ich da immer wieder weg von dem Ganzen. Aber wie gesagt, man könnte das Ganze ja umbauen. Apropos umbauen, wir schauen es uns ganz kurz an. Wenn wir reingehen, was haben wir für Texturen? Wir haben die Standardtexturen. Bäume, das Land gehört dir nicht, aber wir können dann auf jeden Fall das Ganze noch platzieren. So, und dann kommen wir ins Unterdorf, würde man bei uns sagen. Ja, klar, amerikanischer Stil wird jetzt ein oder andere wieder sagen, passt so nicht rein. Dennoch kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass bei uns auch hier und da auf amerikanischen Stil gebaut wurde, weil derjenige das halt schön findet und halt so ein bisschen reinpasst in das ganze Motto, was er da so verbaut. Deswegen bin ich da auch so ein bisschen abgekommen von dem Weg, wo ich sage, nö, da darf nur sozusagen europäische Gebäude rein. Mit dem finde ich heutzutage nicht mehr so. So, das hier müsste, glaube ich, der Viehhandel sein. Ja, also ich an der Stelle landschaftlich möchte ich nochmal betonen, gefällt mir super. Die Dörfer soweit auch vollkommen in Ordnung. Da kann man auf jeden Fall nachempfinden. Da ist nicht viel Trara. Ist okay. Jedoch sind mir die alle hier so ein bisschen zu plump hingepackt. Man hat es ein bisschen versucht, aber es ist halt... Ja, da dürfte noch ein bisschen mehr dran sein. Ne? Aber das ist so ein bisschen Eingeschmack. Es wurden überall Feldzufahrten, Feldwege verbaut. Auch das geht vollkommen in Ordnung. Dann haben wir hier draußen diesen Schafhof, glaube ich, oder? Ist das der hier? Sieht zumindest mal danach aus. Mapprand, soweit auch in Ordnung. Oh, das ist auch cool. Das ist schön gemacht. Hier würde ich jetzt vielleicht noch ein paar Büsche reinsetzen, dass man das nicht ganz so sieht. Aber ansonsten ist das auch wieder ein schönes Highlight. Gerade wenn man dann hier nach oben fährt, ne, auch hier wieder vorbei. Das ist cool. Das ist wirklich schön. Das hat wieder ein kleines Bild verdient. Gerade so mit dem Blick links so in das Tal rein. Das ist schön. Das ist wirklich schön.
Vielleicht machen wir da auch noch eins. So, und dann habt ihr auf jeden Fall schon mal eine Vorschau. Also ich muss echt sagen, das macht Lust. Ich bin mal sehr, sehr gespannt auf eure Meinung. Oh ja. Was ist denn das hier für ein schönes Gebäude? Das kenne ich so gar nicht mehr. Sieht gut aus. Ist auf jeden Fall irgendwie mit Holz. Also du kannst hier definitiv viel Holz machen. Definitiv. Da haben wir nochmal so ein kleines verschlafenes Nest. Da hinten, da müssen wir auch noch hin. Da war auch nochmal was mit Wasser. Auch Stromleitungen gesetzt und, und. Kleiner Spielplatz dazu. Das sieht mehr als gut aus. Ja, auch mit sowas, da kannst du mich holen. Wie gesagt, das ist gut. Das hier hätte ich halt noch ein bisschen mehr erwartet. Aber okay. Und dann haben wir noch das Wasserkraftwerk. Ich glaube, das ist auch eine Mod, wenn ich mich noch richtig dran erinnere. Ja. Sehr schön. Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, das Gelände sehr anspruchsvoll, sehr cool gemacht. Gefällt mir richtig gut. Dörfer mehr als in Ordnung, das passt auch. Der einzige Manko finde ich so ein bisschen die Produktionsstätten, die Verkaufsstellen. Gerade da, wo es sozusagen das Highlight ein bisschen passiert. Da hätte es wegen mir gerne ein bisschen mehr sein dürfen. Ist aber wie immer Geschmackssache. Wir unterhalten uns hier immer über den Eigengeschmack. In meinen Videos soll es darum gehen, dass ich euch so ein bisschen was zeige, was gibt's, meine Eindrücke und vielleicht hier und da eine kleine Verbesserung mit einfügen kann, aus meiner eigenen Erfahrung, so gut es geht. Aber ich finde, das hier ist wirklich schön gemacht. Guck mal, auch hier so zwischendurch mal so ein paar Pfähle. Das ist wirklich schön. Auch viele kleine Details, wo es hier mit Sicherheit noch mehr zu entdecken gibt. In dem Sinn, gerne mal runterladen, überzeugt euch selbst, lasst dem Team, das wird wahrscheinlich ein Team sein, gerne einen Kommentar da, ein Like auf die Map. Das macht immer Spaß, es motiviert. Und dann bin ich mal gespannt, wie die Karte bei euch ankommt. In dem Sinn, gerne mir auch ein Like da lassen, Abo, kostet mir nichts, supportet mich, kostet euch nichts, wie gesagt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder hier auf meinem Kanal. Macht's gut, bis dann, euer Yogi. Ciao.